Dr. Jan-Marco Luczak ist heute mein Gast. Er ist CDU-Abgeordneter in Schöneberg, Tempelhof Schöneberg ganz genau. Sieger beim letzten Mal vor 4 Jahren mit 6 Punkten Vorsprung von Frau Künast. Das gilt es am 22. September zu schlagen. Und das werden Sie auch schaffen, wenn Sie die richtigen Antwort auf das dringendste Problem in Ihrem Wahlkreis haben, nämlich wie begrenze ich die Mieten. Darüber reden wir auch schon vor der Pause. Und jetzt versuchen Sie mal die Quadratur des Kreises. Das wenn mache ich. Ich durch den Neubau nicht mehr genug erziele an erhöhbaren Mieten, dann baue ich nicht. Baue ich nicht, mache ich den Druck noch größer im Kessel. Dann steigen die Mieten im Altbestand. Jetzt versuchen Sie es mal. Das ist in der Tat eine ausgesprochen komplexe Grundsituation. Deswegen sind diese einfachen Antworten der Opposition, man müsse einfach gesetzgeberisch eingreifen, die Mieten kappen an einer bestimmten Grenze, die greifen eben zu kurz und gehen eben nicht an die wirklichen Ursachen des Problems. Und das ist wirklich, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Und deswegen, glaube ich, muss man mehreres tun. Man kann über das Mietrecht natürlich ein Stück weit steuernd eingreifen. Das haben wir jetzt gerade als Bundesgesetzgeber gemacht, indem wir die Kappungsgrenze reduziert haben von 20% auf 15%. Das kann aber natürlich nur ein erster Schritt sein. Die entscheidende Frage, und das sagen Sie richtig, Herr Brinkmann, ist natürlich, wie können wir denn Wohnungen bauen, die vor allen Dingen auch bezahlbar sind? Und da kommt es natürlich dann auch auf die Frage an, was habe ich denn für Baukosten? Und deswegen finde ich es richtig, was wir uns hier im Land Berlin überlegt haben, was andere Bundesländer auch schon machen. Hamburg zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, dass wir im Rahmen unserer Liegenschaftspolitik eben nicht mehr nur danach gehen, wenn jetzt ein Grundstück zum Verkauf steht und da gibt es jetzt einen Investor, dass wir einfach nur fragen, was zahlst du mir für einen Preis? Und derjenige, der dann den höchsten Preis nennt, der kriegt dann den Zuschlag. Sondern dass wir fragen, lieber Investor, lieber Eigentümer, was willst du denn machen mit diesem Grundstück? Und dass man dann mit dem ins Gespräch kommt, in Verhandlungen kommt und sagt, du kannst hier sehr gerne bauen. Und wir finden es toll, wenn du hier 20 Wohnungen errichtest. Aber das sollen nicht 20 Luxuswohnungen sein, sondern es sollen vielleicht auch 5 sein, die im niederpreisigen Mietsegment stattfinden, 10, die im mittelpreisigen Segment angesiedelt sind. Aber haben wir da nicht Planwirtschaft? So, und da kommt man jetzt eben drauf, dass man, also ich sage, ich will da keine Vorschriften machen, aber man kann natürlich im Rahmen der Liegenschaftspolitik eben diese sozialen Ziele auch formulieren, diese stadtentwicklungspolitischen Ziele formulieren und sagen, lieber Investor, du bekommst eben den Zuschlag zu einem vielleicht dann etwas günstigeren Preis, aber nur, wenn wir uns sozusagen einigen, was du da auch machst zukünftig. Und das ist etwas, was in Hamburg zum Beispiel praktiziert wird. Aber da regiert die SPD, aber Sie sind doch CDU-Abgeordneter. Da regiert jetzt die SPD, vorher hatten wir ja eine andere Konstellation da. Das ist etwas, was in allen großen Städten natürlich man sich darüber Gedanken macht. Wie gehe ich mit den verfügbaren Grundstücken um? Und ich finde es sehr richtig, dass wir als Politik formulieren, wir wollen eben nicht nur den höchsten Kaufpreis hier erwirtschaften, sondern wir überlegen eben und fragen, was passiert mit diesem Grundstück. Und da müssen wir dann eben auch schauen, dass tatsächlich auch bezahlbarer Wohnraum existiert an dieser Stelle. Spötter sagen ja, die CDU wäre die bessere SPD. Wenn ich Sie so reden höre, dann ist ja auch SPD-Politik. Also, dass wir über die Mietenpolitik und die Wohnungsbaupolitik wirklich in dieser Intensität hier im Land Berlin diskutieren. Das ist erst jetzt seit der rot-schwarzen Großen Koalition hier in Berlin, also seit der letzten Abgeordnetenhauswahl. Vorher war das Thema eigentlich nicht auf der Agenda. Und deswegen haben wir eben die Situation auch jetzt, dass da unheimlich viel Druck im Kessel ist, weil über viele Jahre, nämlich während der rot-roten Koalition, hier in Berlin überhaupt nichts passiert ist. Sondern da hat man immer gesagt, ist doch alles wunderbar, wir haben ja große Leerstände. Was sehr erstaunlich ist, neuen Wohnungsbau haben sich nicht gekümmert. Da ist nichts passiert. So, und auf jetzt einmal erwacht man aus dem Dornröschenschlaf und da muss unheimlich jetzt schnell was passieren. Und das war auch etwas, was uns sehr wichtig war, im Koalitionsvertrag festzuhalten, dass wir gesagt haben, wir wollen pro Jahr 6.000 neue Wohnungen bauen. Wir sind jetzt schon weiter, wir sagen, das reicht nicht. Aber mit uns ist das Thema mit der CDU erst auf die Agenda gekommen. Und wir haben jetzt gerade, das ist ja nur ein Bestandteil dieser Liegenschaftspolitik. Das ist etwas, was natürlich nur mittelfristig wirken kann, weil bis eine Wohnung gebaut ist, das geht eben nicht von heute auf morgen, das dauert eine gewisse Zeit. Wir wollen das beschleunigen, indem wir zum Beispiel Prämien an die Bezirke ausreichen, indem wir sagen, pro Bauantrag, der positiv beschieden wird, zum Beispiel 500 Euro an die Bezirke ausloben. Dass man einfach da ein gewisser Anreiz besteht, dass das schneller geht. Wir sagen auch, die Bezirke müssen mehr Personal dafür bekommen. Das wollen wir von Seiten des Landes Berlin unterstützen. Aber das sind nochmal alles Sachen, die natürlich nur mittelfristig wirken. Was wir gleichzeitig machen müssen, und das ist sozusagen die zweite Säule, dass wir auch im Bestand der Mietwohnung natürlich auch etwas tun. Und da kann man zum Beispiel darüber nachdenken, dass wir Belegungsbindungen ankaufen,
wo wir als Land Berlin sagen... Was heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen? Indem wir sozusagen an die Eigentümer, an die Vermieter herantreten und mit ihnen eine Vereinbarung abschließen, Belegungsrechte, wie man das nennt, ankaufen und sagen, das sind ja eure Wohnungen, aber ihr bietet die zukünftig nur zu einem bestimmten Preis an. Und diese Differenz sozusagen, diese Belegungsrechte, das übernehmen wir ein Stück weit. Indem dann kann ich doch die Mieten gleich subventionieren. Man muss sozusagen von verschiedenen Seiten sich da eben nähern. Dass man einerseits den Wohnungsneubau anreizt und den fördert, was mittelfristig wirkt, und gleichzeitig im Bestand ein Stück weit etwas machen. Und das geht zum Beispiel über Belegungsrechte. Natürlich auch, da wird man auch aus der politischen Verantwortung, die man natürlich als Staat hat, auch nicht herauskommen. Nochmal, ich will, dass die soziale Durchmischung in den Kiezen ja erhalten bleibt. Und da muss man gucken, es wird nicht so sein können, da muss man auch, glaube ich, realistisch sein. Oben die Reichen, unten die Armen. Ne? Das kann aber auch nicht sein. Man muss realistisch sein, es wird nicht so sein, dass jeder sozusagen im Prenzlauer Berg in Mitte wohnen kann. Mhm. Das wird es nicht geben. Aber ich finde, wir müssen als Staat unsere gesellschaftliche Verantwortung, die wir da auch haben, auch ein Stück weit wahrnehmen. Und dazu gehört eben, dass wir in die soziale Wohnraumförderung auch nach wie vor dann Augenmerk drauf haben, uns darum kümmern. Und da, wenn ich das noch ergänzen darf, der Bund stellt ja jedes Jahr über 500 Millionen Euro da zur Verfügung, den Ländern zur Verfügung, um in soziale Wohnraumförderung zu investieren. Und da finde ich es auch sehr wichtig, dass man die Zweckbindung, die da besteht, dass das nämlich tatsächlich in den soziale Wohnraumförderung fließt, dass man das stärker auch ein Stück weit kontrolliert. Viele Länder, dazu gehört auch Berlin zum Teil, stecken dieses Geld nämlich nicht in den Neubau von Wohnungen, um das Problem ein Stück weit zu mildern, sondern damit werden zum Beispiel Kreditverbindlichkeiten abgetragen, die aus Phasen des sozialen Wohnungsbaus sind. Aber was in Berlin ja dann auch passiert, die Förderung fällt aus und dann steigen die Mieten nach oben. Genau. Und deswegen, das darf ja wohl auch nicht sein. Und deswegen muss man eben gucken, dass man ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnraum auch eben hat, dass eben ein Mieter, wenn er jetzt eine Wohnung sucht und da kriegt er irgendwie ein Angebot, was viel zu teuer ist, dann eben eine Möglichkeit hat, auszuweichen. Und das ist sozusagen natürlich dann für die Eigentümer, für die Vermieter das Signal, dass sie dann eben in ihren Preisen auch ein bisschen moderater auch einfach sein müssen. Also wenn ich jetzt was gelernt habe in unserem Gespräch, dann ist es, dass die Mietenpolitik wahnsinnig kompliziert ist. Das ist so, ja. Und Sie sich mit Vehemenz dafür einsetzen, dass es einfacher wird. Aber ich habe das Gefühl, Sie haben da einen gordischen Knoten, den Sie durchschlagen müssen. Genau, es ist wirklich ein ausgesprochen komplexes Thema. Ja. Und ich weiß das natürlich, wenn ich auf einer Podiumsdiskussion mit Schülern, mit Studenten, die vielleicht gerade eine günstige Wohnung, wenn sie ihr Studium anfangen, suchen, da ist es ausgesprochen schwierig, weil die Opposition so mit klaren, einfachen Worten sagt, na, dann müssen wir einfach die Mieten sozusagen deckeln, die kappen wir einfach und alles wird gut. Nur es wird eben nicht gut, sondern man löst die Ursachen damit überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, langfristig, mittelfristig wird es dazu führen, dass wir weniger Wohnungsneubau haben und deswegen das Problem noch verschärft wird. Deswegen sage ich, wir müssen mehr Wohnungsbau generieren, deswegen müssen wir die Rahmen und die Investitionsbedingungen vor allen Dingen vernünftig erhalten, dass die Leute sagen, ja, ich investiere hier gerne und deswegen auch mehr Wohnungen dann tatsächlich auch auf dem Markt sind. Eines der beherrschenden Themen für Sie in der nächsten Legislaturperiode, nehme ich mal an, ist es jetzt schon. Ja. Ja, was wird weiterhin wichtig sein für Sie? Und was schaffen Sie noch in den nächsten drei Sitzungen? Gibt es noch irgendwas, was in Gesetzesform gegossen wird, nicht werden muss? Werden muss ist immer der Wunsch, aber wird. Und wo Sie dann abschließen und sagen, so am 20. September Mietenpolitik für mich ein Schwerpunkt plus was noch? Genau, also das wird auf jeden Fall einer der Schwerpunkte sein. Was so ein Stück weit damit zusammenhängt, ist zum Beispiel die ganze Frage der Provision für Makler. Ja. Das hängt ja damit zusammen. Ja. Ist ja ein unglaubliches Aufregerthema. Warum macht das nicht der Auftraggeber und zahlt die Provision? Genau, warum muss ich das machen? Das ist das sogenannte Bestellerprinzip. Ja. Irgendwie, wo wir einfach sehen, gerade da kommen wir wieder dazu, dass es in diesen Ballungszentren wirklich, wenn man da eine Wohnung besichtigt, da hat man ja zum Teil 30 Leute, die da in Schlange stehen. Ja, und der Makler hat von nichts eine Ahnung, kann einem überhaupt keine Auskunft geben aber zu der Wohnung. Und sagt dann aber jetzt aber zwei Monatsmieten bitte so. Und da ist natürlich zu Recht auch ein großer Unmut da über dieses Missverhältnis. Ja, der Makler leistet eigentlich quasi gar nichts und kriegt aber eine unheimlich hohe Provision dafür. Und da habe ich wirklich sehr viel Verständnis dafür. Und jeder kann Makler werden, außerdem noch. Es ist kein geschützter Berufsbegriff. Also wenn es hier nicht mehr mit den Einschaltquoten läuft, Herr Brinkmann, können Sie sich morgen ein Schild an die Tür hängen. Ich bin Makler. Jetzt Makler. Und so. Ja. Kein Problem. Und das ist genau der richtige Punkt. Ich glaube, wir müssen für mehr Qualität in diesem Berufsstand sorgen. Auch wirklich gucken, dass die schwarzen Schafe
die es da gibt, ein Stück weit ausgemerzt werden. Ja, dann machen Sie das doch mal, so, im Bundestag. Und genau, das ist etwas, wo wir auch in Verhandlungen mit dem Justizministerium sind. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht da jetzt noch einen Vorstoß machen können, dass man beim Berufsbild des Maklers sagt, das kann eben nicht mehr jeder werden, sondern es muss ein Sachkundenachweis erfolgen, dass der eben auch wirklich Ahnung hat von dem, was er da tut. Weil da geht es ja auch um große Summen zum Teil. Also das müssen wir, glaube ich, zum einen angehen, dass eben dieses Missverhältnis Leistung, Gegenleistung ein Stück weit ausgeglichen wird. Und dann muss man sich in der Tat fragen. Beim Ring Deutscher Makler werden Sie jetzt nicht mal eingeladen. Ja, das mit denen, wobei die da gar nicht, also das sind ja in aller Regel die beim Immobilienverband, wo die Makler zusammengeschlossen sind, das sind ja die seriösen Makler. Die finden das selber sehr gut, dass man so einen Sach- und Fachkundennachweis macht. Und insofern, glaube ich, muss man da etwas tun. Aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, in diesen Ballungszentren, wo die Märkte einfach sehr eng ist, kann man da nicht auch ähnlich sagen wie beim Mietrecht, wo wir jetzt die Kappungsgrenze von 20% auf 15% gesenkt haben, das in sozusagen den Landesregierungen eröffnet haben, dass man da vielleicht auch eine Länderöffnungsklausel bei der Maklerprovision macht. Dass man sagt, in den Märkten, wo wirklich der Makler überhaupt gar kein Problem hat, eine Wohnung an den Mann zu bringen, wo der wenig machen muss. Da kann man so eine Länderöffnungsklausel machen und da kann man dann vielleicht auch eine andere Lösung bei der Provision dann aufnehmen. Dann machen Sie das mal. Ja, und ich bin da gerade mit der Justizministerin sozusagen dran und hoffe, dass wir da ein bisschen was hinkriegen. Und irgendwann werden Sie ja Wohnungsbauminister und dann können Sie das durchsetzen. Letzte Frage, Sendezeit ist gleich um. Ihr Tipp für Sie selbst am 22. September, wie viel Prozent? Also entscheidend tun es natürlich, das sagt man immer an einer solchen Stelle, die Wähler. Aber ich glaube, ich habe in den letzten 4 Jahren mich sehr intensiv um den Wahlkreis gekümmert. Und ich glaube und hoffe, dass die Menschen das honorieren. Insofern hoffe ich, dass ich die Nase wieder vorne haben werde. Und die Bundesregierung stellt wer? Die stellt die CDU. Angela Merkel wird weiterhin Kanzlerin, da bin ich sehr sicher. Und alles Weitere schauen wir mal. Ja, wunderbar. Und kämpfen Sie weiter für die Mieter. Ja, wir haben noch 3 Sitzungswochen. Vielleicht schaffen Sie es ja noch, bis dahin was durchzubringen. Sonst unterfällt das Wort liebe ich so sehr, der Diskontinuität. Das heißt, alles kommt in den Papierkorb und nichts wird wieder rausgeholt. Alles fängt von vorne an. Viel Erfolg im Wahlkampf. Viel Erfolg am 22. September. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dr. Jan-Marco Luczak, Bundestagsabgeordneter in Tempelhof Schöneberg. 6 Prozentpunkte letztes Mal vor Renate Künast. Mal sehen, wie es am 22. September ausgeht. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Hier habe ich heute mit jemandem gesprochen, der sich wirklich um die Mietenpolitik kümmert. Und das, obwohl er in der CDU ist, sagen manche. Aber deswegen, gerade deswegen. Das habe ich jetzt gerade erwartet, dass Sie das sagen. Manchmal hatte ich so das Gefühl, dass Sie doch ein Genosse sind, was die Mietenpolitik angeht. Vielen Dank, bis nächste Woche und tschüss.